Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude und willkommen zu einer neuen Folge der Pokémon Smaragd Randomizer Nuzlocke oder Straflocke oder wie auch immer man es nennen will, Challenge. Heute geht's hier in die zweite Arena. Ich habe offscreen nach dem letzten Part noch zwei der vier neuen Teammitglieder wie angekündigt trainiert. Dodo und Pflanze sind jetzt auf Level 17 und 15, Fragezeichen und Günther sind auf 24 und 19, Weedy und Zygarde lasse ich erstmal außen vor. Die werde ich trainieren, sobald ich einen EP-Teiler habe. Dodo ist jetzt nicht wirklich stark, Pflanze hat schon sich als nicht schlecht erwiesen und... ja. Warum darf ich hier nicht ein? In der ersten Gen ging das ja. Halt. Eigentlich Kampf-Pokémon, aber ne Randomizer. Er hat's erfasst. Wo ist ein Trainer? Dass diese Arena dunkel ist, ist sehr toll. Aber für jeden besiegten Trainer wird das Licht größer. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich weiß nicht, wie die hier gelevelt sind. Ich hoffe nicht so hoch. Das Ganze soll nicht so enden wie die erste Arena. 13, das klingt gut. Weil Pflanzen, wie gesagt, sind zum Beispiel. Und hier Megasauger. Komm, mach einfach. Zack. Und Crit. Gequittet. Ich mache übrigens wieder meinen Save-Point. Boah, irgendwas schief geht nicht. Save Game Road State. Ja. Noch ein Level abgepflanzt. Und den Kampf gewonnen. Ja, du hast verloren. Wie ihr seht, das Licht ist ein bisschen größer geworden. Wo ist der nächste Trainer? Hier. Oh, sogar ein Doppelkampf. Kacke, wer ist an zweiter Stelle? Günther, oder? Bitte sag Günther, bitte sag Günther, bitte sag Günther. Korpisch und... Achso, ich hab grad irgendwie bei Unknown an Missing No gedacht. Ich wollte mich gerade schon getriggert fühlen. Ja, ich habe eine gute Aufstellung gegen wieder. Du machst es auch. Den und du haust einfach mal den kaputt. Die Kognito kann nicht viel. Tank. Nicht wirklich. So ein Crit wieder. Erstes Ding down. Lanzi und Günther kriegen ein bisschen Erfahrung. Günther reicht sogar für ein Level. Geheimpower. Wow. Ich hatte kurz Angst, dass das sogar was ausrichten könnte. Warum hatte ich das? Gewonnen. Schon 700 Poké-Dollar. Ernsthaft nur eins größer? Das waren doch zwei Trainer. Ich will hier schon, wenn möglich, jeden Trainer mir abschnecken. Macht ist korrekt. Aha. Man merkt, dass das ja eigentlich eine Kampfarena ist, aber... ah, das ist mies. Unsaftig, unsaftig. Ein geiles Wort, ich weiß. Hashtag unsaftig. Ich würde sagen, nach dem Kampf tue ich mal Dodo nach vorne. Dodo nach vorne. Smokescreen. Aha. Also wieder so ein Drogenabhängiger am Handy, oder was? Und ach, sorry für die Geräusche. Ich hab grad versucht, mich ein bisschen Betoner hinzusetzen und kauf dafür natürlich ein halbes Jahr. Ich bin halt ein Genie. Abonniert mich, wenn ihr nichts verpassen wollt. Von einem komischen Typen, der komplett overlevelt durch eine Randomizer rennt, weil er bei einem beim ersten Arena-Leiter dreimal verkackt hat und Angst hat und während dem Kämpfen seinen Stuhl komisch verschiebt. Mit 2000 Dezibel.
Ja. Das G in das P in Günther, meine ich, steht für Professionalität. Und wenn jetzt jemand sagt, aber in Günther ist doch gar kein P. Genau darum geht es. Boah, ich denke immer Zebra King und erschreck mich voll bei dem Ding. Ja, das hat auch Kugelschlag. 2 bis 5 Treffer mit jeweils 15 Stärke. Oh, great, nice. Oh, 2 natürlich. Das sind gut. Ich hab halt echt bei dem Dodo immer ein bisschen Angst. Der ist halt nicht stark. Meine Defense sind, aber das müsste trotzdem. Uff. Boah, ich hab Angst gegen das Ding. Wenn das betroffen hätte, vorstellen können, dass ich jetzt ein Dodo weniger hätte. Das wäre ein bisschen frustrierend, so lange wie das Trainieren gedauert hat. Weil das Ding bei jedem zweiten Willen Pokémon krepiert und die ganzen Ampharos sammeln und mein ganzes Team paralysiert. Ah, ich wollte vielleicht noch mal das vordere Pokémon wechseln. Aber natürlich war ich schon drin. Ein Pokémon wieder. Ja, das kann ich auf keinen Fall mit Dodo bekämpfen. Das ist ein Fall für Günther, den Günther. Yo, Günther der Günther. Boah, jetzt macht das Ding einen auf Kokuda oder was. Vor allem sehr sinnvoll, deine Verteidigung zu erhöhen. Ja, Spezialangriff. Mit Spezial meine ich speziell halt in dem Fall. Boah, Erfahrung bekommen, dass das nicht reicht, wundert mich schon ein bisschen. Den da unten hatte ich schon. Hier ist der Leiter. Ich glaube, das waren alle, obwohl. Ich weiß nicht, ist der Kreis ganz voll, wenn man alle hat? Dich hatte ich. Hier oben geht's nicht weiter. Ich glaube, ich hatte alle. Ja, sieht so aus. Na dann gehe ich mich nochmal heilen und dann geht's zum Arena-Leiterkampf. Und vor dem habe ich Angst. Letztes Mal habe ich den nicht so... den habe ich ein bisschen locker genommen am Anfang, bevor er das erste Pokémon eingesetzt hat und damit mein ganzes Team gesucht hat. Dann, wie gesagt, fast mein ganzes. Außerdem, das dann vom zweiten getötet wurde, dass auch mein ganzes Team sweepen konnte. Wer es nicht gesehen hat, das ist eine Folge mit 3 komischen Xen auf dem Thumbnail. Ja, also es sieht wirklich so aus, als hätte ich die alle. Und hier haben wir... ich bin Brawly. Nein, nein, nicht Smash Bros. Also, ach, ich bin hier Arena-Leiter. Ich hab mal gesurft und ich war in der Höhle und deswegen bin ich toll, wird gegen mich kämpfen, gut, ich werde dich umbringen. Irgendwie habe ich das Gefühl, er sagt die Wahrheit. 3 Pokémon wieder. Und mein Lied! Perfekte Anime! Etwas, ich habe nämlich gedacht, ich liede mit Pflanzi. Konter! Es hat Konter gemacht! Und wenn es überhaupt überlebt, ist gerade speziell an. Das erste Pokémon war fast so schlimm wie das Nidoqueen der ersten Arena-Leiterin. Oh, Dodo hat Level 17 erreicht. Günther kriegt aber kein Level. Das ist Wasser. Pflanzenzeit. Komm, diesmal schaffe ich den Arena-Leiter besser.
Ja, gut, ich hatte es richtig im Kopf. Der ist aber sogar auf einem relativ nahen Level gepflanzt, wie der Leiter, deswegen. Oh, Crit, Mann! Pflanze macht immer Crits in dieser Arena, das ist so saftig! Ich sag euch, wenn der gleich noch ein Feuer-Pokémon einsetzt, dann lache ich. Aber ich trau dem das zu. Ah, scheiße, das war dumm von mir. Aber trotzdem, ich bin schneller. Deswegen wird's jetzt dann auch... Obwohl... Ja, okay, wegen dem Gift reicht's. Ohne Gift hätte der Angriff jetzt kommt nicht gereicht. Der hier. Das war ein sehr gut genutzter Sieg. Aber wenn ich jetzt noch einen Mega-Sauger mache, dann wird er erst einen Stern, zweiten Set. Ja, ich krieg Leben zurück. Das war gut. Für mich. Denn jetzt gibt er mir nur eine Möglichkeit, mich zu... Alter, warum macht es auf einmal so wenig Schaden? Ich werde einen Hit tanken müssen. Er wird nochmal die Psycho-Attacke da machen, wenn es auch wenn ich nicht weiß, welche das auf Deutsch ist, aber ich werde es wieder überleben, wenn er nicht gerade crittet, was ein bisschen arschig wäre. Oh. Hä, nicht mein Crit, ich dachte, ich wollte gerade schon sagen, dass ich Critten habe, aber ich übernommen. Oh, aber die Erfahrung, Alter. Ja! Ja! Vor allem, ich zitiere mich. Ich lache, wenn er jetzt noch ein Feuer-Pokémon einsetzt. Und der Gegner, ich analysiere ihn. Ein Typsilon, zu Deutsch Tortunato. Nicht Tortunato, das ist dann Tornu. Entwicklung des Feuerstarters der zweiten Generation. Sein Gegner, die Endentwicklung des Wasserstarters zu der zweiten Generation, aufregend. Boah, Level 19. Ich war schon der Regen hat aufgehört. Das ist sehr hoch gelevelt. Das kommt sogar an Winter ran. Das ist krass. Frustration. Wie viel Damage? Okay, das ist nicht so gefährlich. Ja, nochmal Frustration. So muss ein Arena-Kampf. Wirklich. So. Und nochmal schöne Erfahrung. Yeah. Oh, Biss. Ja, besser als Silberblick. Sehr gut, Mann. Hier so hätte der erste Arena-Leiter laufen. Aber stellt euch mal vor, das Team, das ich beim ersten Arena-Leiter hatte, gegen den hier. Zwei Feuer-Pokémon. Nimm den Orden. Oh, 1900. Boah. Ah, jetzt wird der Kreis ganz hoch. Den Knuckles Orden. Ja, Sonic, gotta go fast. Jetzt gehalten wir alle Pokémon bis Level 30, die du im Tauschen bekommen hast. Und du kannst jetzt Blitz benutzen. Und hier nimm mal einfach noch eine TM, ich brauch die selber nicht. Das ist Protzer. Und das erhöht Angriff und Verteidigung. Und aus welchem Grund speichere ich deine Handynummer ein. So. Ich denk mal, Protzer ist eh nicht so eine Attacke, die ich gerne... Gut. Kann nicht mal wer. Ich denke zwar auch nicht, dass das der kann, aber... Obwohl... Ah doch, ich dachte, das ist der Tarnschleiner. Das kann ich überhaupt nicht. Ja, kann auch keiner. Ja! Alter, vergleich das mit dem ersten Arena-Leiter. Ich bin gerade übel glücklich. Ich bin gerade übel glücklich, dass das so gut geklappt hat. Aber ich habe das Gefühl, diese Randomizer macht die Arena-Leiter auch sowieso an sich stärker.
Das ist echt... Der erste war vielleicht schon ein bisschen zu stark, wenn man hier einen Nuzlocke spielt, aber... Ich tue jetzt einfach mal sogar Züge, auch wenn das sowieso kein Züge hat, ist sehr unwichtig. Deswegen nehme ich sogar lieber mal Weedy nach vorne. Weil Züge hat, das Ding ist einfach nicht stark. Und was hätte es eigentlich noch gegeben, außer meinem Roseli? Okay. Damit, Roselia ist mir lieber. Pflanzen for the win. Du kannst ja halt nicht so viel... Pflanze, Wasser, eh ein ekliger Typ. Aber, Flug ist effektiv. Ne, Dodo? Und jetzt... Jetzt bereue ich es halt irgendwie schon, dass ich Pflanzenblitz gegeben habe. Aber im Notfall irgendwann kann ich lernen. Schnitz. Aber Pflanzi ist halt schon ein starkes Pokémon geworden. Weedy erreicht Level 6. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die Höhle hier ist. Ein Pokéball, yay. Aber ich bin echt grad... Ich bin grad glücklich, dass es diesmal so gut geklappt hat. Das wäre in meinem Team übel geil gewesen. Aber was noch viel besser ist... Du... Diesmal nicht. Diesmal gebe ich dir in die Fresse. Nach der ersten Arena-Leiterin. Das ist so eine Genugtuung, Alter! Gleich zwei. Das war gerade angenehm, wisst ihr das? Und ich will mich über Pflanzi nicht beschweren. Darüber hätte ich mich beschwert. Darüber hätte ich mich beschwert. Und das auch zu Recht. Oh, das hätte ich cool gefunden. Hier lasse ich mal Land ziehen. Zack. Steven beziehungsweise Troy, wo bist du? Vor allem mit Rasierblatt. Schlecht. Aber es ist halt immer sofort vergiftet, dass es für das Ding selber nicht gerade. Ein Ewigstein. Das ist eh immer noch das größte Problem bei meinem Fragezeichen, man. Er kann sich nicht entwickeln. Das ist schon scheiße. Aber sonst, mein Team... Pflanzi hat in dieser Generation noch keine Weiterentwicklung. Entwicklung, Rettern hat eine, Weedy ist voll entwickelt, Günther ist voll entwickelt, daneben Fragezeichen, man, geht nicht und Dodo kann sich noch entwickeln. Psyana und das sieht aus wie die Shiny Form, das wäre cool gewesen. Weedy kriegt schöne Erfahrung. Wie weit geht das hier eigentlich? Wow, hier ist hier überhaupt nichts. Auch noch ein Glam. Roselia ist hier, auch wenn es schon auch cool ist, schon einer der schlechteren Encounter, wenn man mal ehrlich ist.
Okay, du bist aber auch nicht ganz toll. Weedys erster Kill, meine Freunde. Na, endlich. Aha, mein Name ist Steven. Ich interessiere mich an seltenen Steinen, so, deswegen komme ich hier hin. Du hast einen... Ja, hier. Oh, danke. Du bist durch den ganzen Jahr hier, um mir das zu geben. Ich muss dir danken. Ja, ich gebe dir mal hier Stahlflügel. Ja, das kann zwar keiner in deinem Zimmer lernen, aber scheiß einfach mal drauf. Dein Pokémon sieht cool aus. Wenn du weiter trainierst, könntest du vielleicht sogar ein Champ werden. Das glaube ich zumindest. Hier meine Nummer. Ja, sehr gut. Danke. Ich sollte gehen. Wirklich ein langer Auftritt von Steven aka Troy. Kann sowieso keiner. Was? Oh, Fragezeichen, Man und Dodo. Dodo hat keine Flügel. Hust, hust. Dodo würde ich das schon sehr gern geben. Fragezeichen, Man ist. Also, ich würde es auch gern Fragezeichen, Man geben, aber. Nicht so nötig. Hier ist halt das Risiko, dass ich die TM jetzt komplett verschwende. Und Dodo in einem der nächsten Kämpfe stirbt. Ah, ich wollte gerade fragen, kann ich eigentlich runterspringen? Sehr gut, kann ich. Ah, der Encounter wird noch kommen vorm Ausgang. Oh, doch nicht. Ja, dann kann ich weiterfahren im Boot. Noch kurz heilen. Ich hab grad... Komm, das habe ich bisher noch nie wirklich gemacht. Ich erkunde mal die Stadt. Auch wenn es hier mehr aufs Gameplay ankommt als auf Story sowas. Ich mag das, was hip ist. Ich bin nicht so ein Arschloch, das immer nur mit den Trends geht. Das hört sich nur so an. Ich check immer alles neu aus. Hast du auch über das neue Going Test gehört? Ja, das ist toll, ne? Das ist das krasseste. Das ist das coolste, das es gibt, ne? Nein. Das ist nicht cool, ey. Ey, was ist denn besser? Ending. B. Genau, sei Chlorophyll. Das ist gut. Leute, merkt euch, seid ihr mal Chlorophyll. Natürlich. Sei Chlorophyll. Das ist krass, ja natürlich wusste ich das. Das ist klasse. Das ist das allerneueste. Going Test, das ist voll von vor 5 Minuten. Chlorophyll ist jetzt geil. Leute, bleibt immer schön Chlorophyll. Diese Folge endet hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Immer dran denken, schön Chlorophyll bleiben. Bis dann. Und ciao.